Well, fuck. YouTuber, das Can ist nämlich mit am Start. Und seine lieben Can. Deswegen habe ich heute Can hier. Can, darf ich mal kurz hier ran? Can, du bist heute schon so lange. Can vom Kanal Just Can. Hey, Kissel, mein Name ist Can. Oh, oh, oh. Hey, Melody, ich bin ein ganz großer Fan. Okay. Ich bin Can, wahrscheinlich kennst du mich von meinen YouTube-Videos oder meinen kleinen Mental Breakdowns. Ich mache hier schon sehr lange mit und eine besondere Frage wird mir sehr oft gestellt. Let me tell you a story. Es wäre eine leichte Übertreibung zu behaupten, dass ich immer das perfekte Kind gewesen bin. Dennoch habe ich aber immer versucht, alles richtig zu machen. Außer ein Geheimnis, das ich niemandem verraten habe. Shit, nicht mal meine Mama wusste Bescheid oder irgendjemand aus der Klasse. Scheiße, habe ich die Klasse gehasst. To be fair, wie auch, ich war nicht das populärste Kid, ich hatte nur eine Freundin. Mit der Zeit habe ich eingesehen, dass ich schwuler bin als ein Rudelfriseur und habe mich bei all meinen besten Freunden geoutet. I'm gay. Ja, okay. Ach krass, okay, für mich ist es jetzt nicht so surprising insgesamt. Das ändert erstmal nichts an der Tatsache. Du bist und bleibst Can. Ich hab's mir doch schon gedacht, aber das ist doch scheißegal. Mega cool, dass es jetzt so öffentlich ist. Was auch immer du bist, Hauptsache du bist glücklich, Mann. Das ist das Allerwichtigste. Ich und wir alle lieben dich trotz allem. Und ich mein, fuck that, who cares? Ich weiß. Annika wusste es als einzige seit 2017. Ich hab's dir damals betrunken in einem Club erzählt. Last but not least musste ich es natürlich auch meiner Mama sagen. Ich glaube, das war das Emotionalste, was ich jemals getan habe. Freunde, what's poppin'? Das ist meine Mama. Ja, that's my mom. Weißt du, um was es heute geht? Weiß nicht. Ist dir jemals etwas an mir aufgefallen? Ich weiß nicht, was meinst du? Weil dir alles immer besonders ist, Can. Aber irgendwas ist dir noch nie irgendwas an mir aufgefallen, oder? Ich weiß nicht, was meinst du? Seit ich ein Kind bin, seit ich klein bin, seit ich groß geworden bin. Damals und heute auch. Ein paar du bist Sachen. Immer gescheitener Kind und immer so hörst du mich oder du machst alles perfekt und du arbeitest so viel. Manchmal ist es weil wegen dir so viel arbeiten und was meinst du jetzt? Okay, ist dir aufgefallen, dass ich noch nie eine Freundin hatte? Ja. Und warum ist das so, denkst du? Ich weiß nicht, weil du bringst so oft viele Mädchen bei dir und dann schläfst du in deinem Zimmer und so. Ich weiß nicht, was. Hast du Freundin oder nicht manchmal? Wir suchen einen Schwiegertochter oder was? Nein, genau das tun wir nicht, Mom. Ich habe keine Freundin jemals gehabt oder hatte keine Freundin. Oder auch hier. Solche Sachen du nie erzählst mir. Ich weiß, jetzt sage ich es dir. Weil ich nicht auf Frauen stehe. Was? Ich tue es nicht. Ich stehe nicht auf Frauen. Wie du nicht stehst, Frau? Ich stehe nicht auf Frauen. Machst du wieder deine Show? Nein. Can, wenn dann das keine Prank, das ist ein bisschen hart jetzt für mich, weißt du, gell? Warum? Nein, ich mein's nicht böse, aber. Ich bin viele Jahre lang fragen dir manche Sachen. Wir müssen sprechen manche Sachen. Du sagst mir nein, nicht und so. Und, okay, du bist mein Kind. Das ändert bei mir gar nichts. Aber das bist, du weinst du jetzt wirklich? Bist ja, du natürlich ernst? Weine ich. Ich bin warum ernst. Weinst du jetzt? Weil ich das die ganze Zeit sagen wollte, aber ich wollte dich auch nicht enttäuschen. Warum du bist enttäuscht mich? Keine Ahnung. Denkst du, ich bin dumm, ich nicht mehr Kind? Warum weinst du jetzt? Weißt du, was gibt's mir Schmerzen? Warum trägst du solche Sachen alleine jahrelang? Warum du trägst du alleine? Ich oft fragen dir, okay, ich oft frage, warum weinst du? Ich merk's manche Sachen, aber warum du getult alles alleine? Warum nicht ersetzt du mir? Weil ich okay, jetzt ich auflebe einen Schock, nein, aber weil ich hey, bist du blöd oder was? Und das ist, denkst du, das ist schlimm? Ja, ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Sag du mir, ob das schlimm ist. Nein, Can, das ist mir ja nicht schlimm, nur traurig, warum du nicht oft sprichst mit mir. Ich immer toleriere dir alles. Und jetzt, was soll ich sagen? Wenn du nicht guckst, du, was machst du? Du arbeitest, du Burger King, du leistest deine Schule, du machst deine Abitur, du fertigst deine Schule. Jeder Mensch, du gewohnt an ein Herz. Und du machst alles perfekt. Ich stolz mit dir.
Und jetzt wirklich, wenn du ernst bist, diesem Thema weinst du, ich hab's Wut dir, brauchst du nicht weinen, okay? Was bist du? Bist du Kinderumbringer? Du bist jemand verlässt, du geklaut jemand Geld. Manche steht Frau, manche steht Mann und so und so. Und die draußen, die Leute viel reagiert. Ich weiß es diesem Thema, ich bin sehr empfindlich diesem Thema. Ich habe viele Kunden so, du genau weißt du. Und ich komme super klar, das ist alles nette, liebe Mensch. Aber wirklich, ich nur traurig, warum trägst du das jahrelang alleine? Du trägst du das wirklich jahrelang alleine oder machst du mir eine Pläne? Nein, das war schon immer so. Du weißt doch, ich rede einfach nicht gerne über meine Gefühle. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es halt alleine, schon von Kind auf. Das bedeutet, ich bin dir nichts gut, Mutter, du erzählst mir doch gar nichts. Was? Wirklich, wenn dann das ist eine Prägt, morgen ich schlägst dich tot. Wenn dann nicht prägt, du bist mein Sohn. Ich stolz mit dir immer. Nur, das verlässt mich, ich sag's offene. Viele Leute nicht sprechen Eltern und tragen diese Probleme jahrelang alleine. Für was? Wir sind Mensch. Denkst du bei mir Besonderes? Ja, aber warte, sein Schinde bin ich. Ich stolz mit dir immer. Mir ist scheißegal, die alle Leute was denken, die alle Leute kehren eigene Tür. Was machst du? Du bist Pädophil oder du bist Kinderumbringer oder jemand Umbringer, Leben geklaut. Das verlässt mich. Ich weiß es, mein Kind, ich stolz mit dir. Okay, du bist mein Kind, du bist mein Prinz. Warum? Jetzt weinen? Bitte nicht weinen. Ich will nicht, ich habe keine Geduld, meine Kinder weinen gesehen, okay? Was ändern jetzt bei dir? Was ändern bei dir jetzt? Du bist nicht mein Kind, oder was? Was denkst du? Ich will geschmissen dich, oder was? Du machst alles so toll, so toll. Jemand nicht Hilfe an dir. Deine Papa kriegst keinen Cent. Du stehst immer deinen Fuß. Weißt du, wie viele Familien, Kinder arbeiten nicht und machst viele Samarei. Ich bin immer stolz mit dir. Denkst du, die Leute schlecht sprechen für dich? Ich geb's jemand nicht zu. Nein, wenn dann jemand hat Eier, komm, sagen meine Gesicht. Weißt du was? Ich liebe dich. Mir ist scheißegal. Alle Leute, komm hier. Du bist meine Bitane. Du bist meine Aschkum. Ich glaube, meine größte Angst ist es, dass Leute mich verurteilen aufgrund banaler Dinge. Und mir war die Meinung meiner Mutter sehr wichtig, wenn man im Video gesehen hat. Ich hoffe, es wird sich nichts dadurch verändern und ihr werdet mich weiterhin unterstützen. Und ich weiß, es klingt blöd, aber es gibt viele Leute da draußen, die was dagegen haben. In über 70 Ländern ist Homosexualität zum Beispiel verboten. I love you and I respect you.